Hallo Freunde, ich bin mal wieder hier, um mein Saxophon nicht ganz alleine putzen zu müssen und um auch YouTube-Content zu haben, ne? Für die Leute von der anderen Plattform, damit es sich lohnt, auf YouTube hier mich zu treffen. Denn wenn ich alles auf die eine Plattform hochlade, ne? Nicht, dass sie dann ihr Abo kündigen. Ich rede ja eigentlich nie von Abos, ne? Aber scheinbar so, dass man ab 1000 Abos den Scheiß monetarisieren kann. Nur, das sei jetzt alles gesagt. Wie gesagt, übermorgen, vielleicht habe ich mich vorhin versprochen, kommt jemand, der hier eventuell mitwohnen will, auf alle Fälle möchte zu Besuch sein und öfter hier mithelfen. Ein 53-jähriger Rentner, mit dem ich mich lang ausgetauscht habe am Telefon und dann ein ganz gutes Gefühl gekriegt habe. Der ist so scheinbar der Meinung, dass die BRD eine GmbH ist und so weiter. Und scheinbar ist er nicht irgendwie rechtsradikal oder menschenfeindlich. Das scheint er auch sehr oft Reichsbürger gleichzusetzen zu sein mit irgendwelchem Nazi-Scheiß für viele Menschen. Und ich war auch sehr skeptisch und bin immer noch sehr neugierig, was er mir dann erzählen wird konkret. Aber sehe halt auch immer die Möglichkeit, dass diese ganzen Kategorien und Schablonen, mit der uns die Presse und die Political Correctness, das Gesellschaftskorsett, bla bla, das ist mir immer mehr aufgefallen, dass das oftmals quasi sehr wenig Nutzen hat, wenn Leute in der Lage sind, sehr genau zu gucken. Dann fallen die ja auch keinen Schrott rein. Und die Leute, die nur zufällig das richtige Denken in Anführungszeichen, weil sie nicht selber nachdenken können und zu viel Angst hatten, über Sachen nachzudenken. Ob damit groß geholfen ist, ich glaube, die Political Correctness, wenn sie wirklich ein ehrenhaftes Ziel hat, anvisiert, nämlich dass alle Menschen in Würde leben können, dann sollte sie andere Pfade beschreiten. Und teilweise habe ich die Vermutung, dass sie eventuell nur etabliert wurde, um weiter zu teilen und zu herrschen. Aber das sind doch nur meine Gedanken hier, irgendwas um bald 11 Uhr morgens. Ich werde mir bald mal ein paar vegane Gummibären reinpfeifen, dann ist irgendwie der Vorrat irgendwann zu Ende. Dann kann ich mich wieder auf Nudeln und Beilagen in Gläsern beschränken. Ja, und gestern kamen erste konkrete Drohungen, allerdings noch nicht in Privatnachrichten, ne, sondern in öffentlichen Nachrichten. Und es war auch in so Kontexten, dass ich es eigentlich eine große Hoffnung sehe, dass es witzig gemeint ist. Aber letzten Endes, ne, das Leben weiß, was es macht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich hatte so einen Traum. Da war ich an so einer Stelle, wo ich Saxophon geübt habe, in Berlin. Und auf einmal kamen so vier oder mehrere so Leute, die so aussahen wie die Blue Man Group, so blaue Wesen quasi. Und es schien, als seien die mir feindlich gesonnen. Und anstatt, dass ich in Panik verfall, bin ich dann in so ein Metabewusstsein gedriftet, in Frieden. Und also Träume sind ja oft, dass sie nicht so viel Sinn machen, konkret beim Erzählen. Es ging dann, glaube ich, nicht die Gewaltszene irgendwie weiter. Aber es war irgendwie klar, dass jetzt quasi für mein ursprüngliches Bewusstsein die Gewaltszene passiert, aber dass ich in einem Bewusstsein bin, in dem das völlig unproblematisch ist. Und weil ich es hier vielleicht noch nicht erzählt habe, falls ihr Gespräche mit Gott kennt, von Donald Neil Walsh oder so ähnlich, nicht christlich-dogmatisch, sondern ganz im Gegenteil. Da ist so eine schöne Story. Zu irgendeinem Zeitpunkt waren alle Seelen noch bei Gott im Licht und in der Liebe. Und es war auf eine Art halt nichts da außer Liebe und es war nicht ganz so spannend. Wie halt, wenn auch Problematiken da sind und man Herausforderungen hat und so weiter. Und eine Seele, die wollte so gern Vergebung praktizieren können,
Das hat sie sich so toll vorgestellt, jemand vergeben zu können. Aber es war niemand da, der Scheiße gebaut hat, sondern nur alle im Licht und in der Liebe. Und eine andere Seele hat das mitgekriegt und hat zu der ersten Seele gesagt, hey, pass auf, wir inkarnieren uns an der Erde und ich behandle dich scheiße. Und dann kannst du mir vergeben. Aber vergiss nicht, wir haben das ausgeheckt. Ich habe nie vorgehabt, dich von sich aus scheiße zu behandeln. Erinner dich dran. Der Plan war, damit du das Geschenk erfährst, Vergebung praktizieren zu können. Und die Seele war total glücklich, dass die andere Seele ihr das angeboten hat. Und hier sind wir und wollen noch nicht vergessen, was wir für coole Deals ausgeheckt haben. Ja, das Saxophon ist geputzt. Die Videos laden hoch. Und wenn der Typ übermorgen kommt, ist tatsächlich mein Ehrgeiz, so aufzuräumen, dass es nicht völlig scheiße aussieht und man sich halt cool hinsetzen kann und nicht überall leere Gläser mit Aiwa oder Achwa und eingelegten Tomaten rumstehen. Und der Schlafraum, ja, der sollte mobilisiert werden. Tja, spannend, spannend. Tja, und es wurde scheinbar eine Umfrage gemacht auf der anderen Plattform unter nur 357 Usern oder so ähnlich. Und da waren 13% der Meinung, dass meine Vlogs, wie sie da genannt wurden, was mein Managerkumpel Pobacke gleich als Filterblasen-Problematik so ähnlich beschrieben hat, denn ich mache ja keine Vlogs, sondern ganz normale Hochlads anscheinend. Ja, also 13% wollen das sehen, finde ich natürlich grandios, ne? Stell dir vor, Straßenmusiker kriegt von 13% aller Vorbeilatschenden positive Signale. Ja. Und dadurch, allein durch die Umfrage scheinbar, sind wieder neue Leute auf mich aufmerksam geworden und schreiben mir netteste Dinge. Ja. Und liebe Hater, ne? Also, es ist ja scheinbar total wichtig, dass ihr am Ball bleibt und euch nicht bannen lasst, denn sonst könnt ihr mir nicht die 18 Minus täglich einwirken. Und dann seht ihr, der Benis geht durch die Decke, wenn ihr, also, viel Glück, Freunde.